ist sie. Das Objekt der Begierde. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Black Flag mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich hatte ein bisschen Blödsinn gemacht beim Speichern dieser Folge und musste mich wieder hinspielen. Das war aber nicht schlimm. So weit vorwärts gekommen oder vor war ich ja noch nicht. Wir sind also noch nicht durch den Dschungel durch. Den Dschungel durchqueren. Vorsichtig. Hier können überall noch... Hier ist... ein Abstergo. Guckt euch mal an. Warum kann ich da nicht hochklettern? Kann ich jetzt... Warum kann ich hier nicht hochklettern? Jetzt kann ich hier hochklettern. So, wir versuchen es mal mit Anlauf. Jawohl. Huch, jetzt sehe ich nichts. Sitzen auf dem Pfahl und suchen einen Aal. Huch. Oh, das Gestöhne. Herrlich. Das muss das Schwierigste an so einer Sprecherrolle sein, so eine Stöhner einzuspielen. Die sind alle blitzeblau hier, die Jungs. Also er hier ist blitzeblau. Wir warten mal ab, was passiert. Der geht hier seine Runden. Ich soll mich ja nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Wie immer das auch gehen soll. Einfach schnell rüberlaufen. Geht das? Dann ist der schon mal weg. Ich weiß nicht, dem könnte das auffallen da. Ich probiere es einfach. Hey, du! Kommt der hinterher? Nö. Ach, da oben ist ein Schütze gewesen. Rein wie so ein Mann. Da geht er. Ich markiere mir sie mal. Eigentlich sollte ich das noch wissen. Ich bräuchte eine lautlose Waffe. Das wäre schön. Irgendwie so eine Armbrust oder so. Hinterm Haus. Der oben dreht seine Runden schneller als die beiden hier unten. Ist das nicht bescheuert, so lang zu laufen? Jetzt gehen die beiden so lang. Er ist schneller. Das könnte man schaffen. Ich müsste dann hochspringen, wenn er gerade hier vorbei ist. Also... zum Beispiel, das wird knapp, jetzt, du musst dich beeilen, spring doch hoch, mach doch schneller. Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Habt ihr das gesehen? Die verfolgen die mich? Hier sind ja noch mehr. Kommt er hinterher? Zwei Mann. Lauf, 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 lauf. Ich hab B gedrückt.
Ist jetzt hier Ruhe? Jetzt. Das mit dem Leise können wir vergessen. Dazu war der alte Mann zu wild. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Aber vielleicht gelingt es mir ja noch, den Typen, den wir... Ah, guck mal, hier sind ganz viele. Durch ein Luftattentat zu erledigen, um den es denn hier eigentlich geht. Da sind noch zwei. Da sind auch zwei. Oh, da sind ganz viele. Die dürfen mich alle nicht sehen. Da hinten ist auch noch einer. Ach, den hatten wir schon. Naja, ich kann nicht so viele. Aber um den kann ich mich erstmal kümmern hier. Big up! So. Ich glaube, ich gehe mal da unten lang. Der andere Weg scheint mir zu gefährlich. Außerdem ist da irgendwo der Aussichtspunkt. Den muss ich auch noch freischalten. Ja, komm mal schön dicht dran vorbei. Komm, komm. Und rein ins Schränkchen. Das ist doch fein. Du bist der Nächste. Ich hatte vorhin aber 7000 Reals. Warum sind denn das jetzt weniger? Das weiß keiner so genau. Ich gehe mit ihm erstmal ins Gebüsch. So. Stöhn nicht so rum, Mensch. Das hört sich verkehrt an hier. Wo ist denn der jetzt? Jetzt kann ich klettern. Naja, egal. Das sieht ja erstmal gut aus. Gehen wir in dieses Gebüsch. Den Dschungel durchqueren. Da ist sie. Ja, hier ist tatsächlich etwas besser. Rein da. Ich sehe hier nichts Rotes. Das ist gut. Ich gehe mal auf die Karte. Da ist der Aussichtspunkt. Pirschen mal vorsichtig hoch. Denn ich traue dem Frieden noch nicht. Aha, das ist vorsichtig hochpirschen, okay. Hier ist immer noch niemand zu sehen. Okay. Den Dschungel durchqueren. Gebiet nicht verfügbar. Ich kann hier nicht hin. Okay, okay, okay. Dann bleiben wir hier. Aber hier oben ist was. Wir werden sicherlich dann nochmal hierher kommen. Todessprung. Ach, dahin. Da ist eine, zwei. Aber die sind beide weiter weg. Und ich muss eh... Ach, da ist auch noch einer. Guck mal da. Schwimmen. Jetzt kann ich laufen. Wir gucken mal, wo er lang geht. In der Zwischenzeit kann ich was trinken. Oh, ich habe mir mein absolutes Lieblingsglas von hinten. Eigentlich wollte sich Herr Kedos noch melden, aber dem ist wohl auch zu warm. Eine Kugel fehlt noch. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier machen. Schwimmen! Oh. Ich gehe aber von der anderen Seite ran, nicht von der vom Land,
Ich schwimme einmal um das Dingen rum. Ich könnte auch tauchen. Was ist denn? Wer brüllt da? Hatte wohl nichts zu sagen. Wie haben die das Ding hier überhaupt reingekriegt? Wir klettern dann mal hinten an der Seite hoch. Und schauen mal, was wir hier so für Blödsinn veranstalten können. Im Kämpfe habe ich mich ja nun schon verwickeln lassen. Oh. Klettern kann er. Wir laufen diese Woche 4 Elfen an. Risiko. Ist er weg? Passiert. Nicht so weit! Geh doch runter! Was war das wieder für eine Aktion? Kann ich die markieren? Die sind markiert. Gut. Das ist aber noch nicht der, um den es geht. Geh mal wieder runter. Ich gehe mal hier unten lang. Unten lang. Weißt du nicht mehr, wie unten lang geht? Mann. Ich weiß nicht, ich spekuliere drauf, dass ich den da ins... Anker vor Sonnenaufgang. ...ins Wasser ziehen kann. Aber erstmal müssen die beiden ganz weit weg. Weil der wird Lärm machen dabei. Oh Mann, Junge! Jetzt hängst du noch im Schiff. Das wird der letzte Landgang für einen Monat sein. Das stört die gar nicht, ne? Ich will mal schauen, da habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht und da ist der, um den es geht. Beeilung, Muchachos! Runter! Mann! Ich drücke die Fallenlassen-Taste und er steigt drauf. So, wir bleiben mal hier hängen. Ein Luftattentat heißt von oben. Das geht aber schlecht, weil der Typ da guckt. Nein, geh doch einfach seitwärts. Mann. Dann gehen wir hier. Aber das von der Seite möchte ich nicht. Kann man sich auch so eingreifen? Seht zu, dass ihr die Ladung sichert. Der macht ja eine Panik. Das steht immer noch den Dschungel durchqueren. Naja. Es speichert. Okay. Mal gucken, ob jetzt das X aufleuchtet. Komm, das da raus. Das wird der letzte Landgang für einen Monat sein. Ich befürchte, dass man mich hier sieht, wenn ich hier so hänge. Was war das jetzt? Seht ihr, und jetzt habe ich fallen lassen gedrückt und er hat sich fallen lassen. Bis nach ganz unten.
Und das meine ich ja. Ich kann hier nicht hochklettern. Geh nach unten. Ich drücke den Stick nach links und nach rechts und er geht hoch und runter und schräg und quer. So. Aber jetzt. Wir probieren es einfach mal. Ah, wir sind hier durch ein Segel getarnt. Nicht so weit. Bleib in der Tarnung. So. Wir gucken uns mal hier um. Da ist auch noch einer. So, jetzt hat er ihn markiert. Ein Luftattentat. Der Priester. Wir laufen diese Woche 4 Elfen an. Hier oben sieht mich ja keiner, glaube ich. Du sollst auf den Quermast hier. Ich weiß nicht, ob das so hoch ist. Werden wir ja gleich merken, ob er weiß wird. Aber das wird zu hoch sein, ne? Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Wow! Es macht sich wirklich gut. Siehst du, Peter? Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt. Ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Diese Vision hörte sich gar nicht so schlecht an. Die Burg gehört uns! Ja! Okay. Entschuldigung. Das haben wir dann auch. Die Farbe der Kanten, genau. Und soll ich euch mal was sagen? Mein letzter Spielstand endete auch hier. Also soweit bin ich schon mal. Oh, ich bin ruhig. Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Was? Ein Begrüßungsgeschenk. Schon wieder? Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh, bonjour. Natürlich, richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Aha. Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Aha. Excite. Olivier ist echt nett. Boah, hier würde ich auch gern arbeiten. Hübsch. CCO! Gucken wir mal hin. Hallo? Hi. Test, hallo? Test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Aha. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Mein Anus? Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mach den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... Ah, verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich piep's dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Ach so. Bonjour. Bonjour. Er erwartet Sie schon. Okay. Na gut. Wir gehen dann in die nächste Folge rein. Bis dann und danke fürs Zuschauen. Tschüss.